Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus mit FC Bayern. Wir spielen heute gegen VfB Stuttgart. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, falls ihr was braucht, Game Keys, Game Cards oder auch Coins, schaut ihr gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA. Ihr könnt es auch gerne folgen auf unseren Social Media Seiten, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Und ja, dann sind wir zusammen in unseren Videos, aber auch, wenn es was Aktuelles gibt, sowas wie eine Ankündigung zum Livestream, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, damit fangen wir direkt an im Match gegen Stuttgart. Hoher Druck. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier früh und rechtzeitig Druck machen können. Sterling heute auf rechts. Neymar soll ich mal irgendwann testen im offensiven Mittelfeld zu haben. So, wir bleiben da dran. Ah, okay. Schade, kam nicht an. Da kam er nochmal aus dem letzten Hinterloch. Sozusagen. Wow, Rausch. Uiuiui, da kommt seine 5-Star-Skills oder was? Sehr schöne Aktion. Sehr schön. Dranbleiben. Ach, komm schon. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, okay. Freistoßposition ist natürlich extrem gut. Alexandro Maxim. Ah, okay, der ging da etwas daneben. Kein Problem hier für uns. Pille ab nach vorne. So. Wir bleiben dran. Wir versuchen, das Gerät an uns zu bringen. Und sofort den Ball verloren. Schade. Haben sie sehr gut gemacht. Schießt ein Tor. Oh. Abseits. Eieiei. Den hat er so abprallen lassen, da hätte ganz schnell nochmal wieder was passieren können. Vielleicht noch irgendwie einer, der in der Nähe steht. So, die Chilio. In die Mitte geflankt. Kopfball. Oh, ja, 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 ja. Schade. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Das war schon mal nicht schlecht. Au. Oh, durch den Hoden durchgeschossen. So, ich versuche die hier abzudecken. Da kommt nichts ran. Und der ist im Aus. Auf der Linie. Ach du Hoden, ey. Wieso nimmt ihr ihn denn so an? Wieso rennt er denn mit dem Ball ins Aus? Ich habe sofort rechts gedrückt. Er ist ja von alleine drauf zugerannt und rennt einfach ins Aus damit. Also das ist richtig dumm. Das ist richtig, richtig dumm. Warum, weiß ich auch nicht, warum die sowas machen. So, Boateng versucht auch alles abzudichten. Manuel Neuer zur Stelle am Ball. Neymar! Nein, nein, da war ich zu aufgeregt. Einwurf, komm. Januzaj. Okay. Shit. Hätte doch lieber nach unten spielen sollen. Ibisevic jetzt hier auf Alexandro Maxim. Dranbleiben. Wieder Ibisevic. Haben wir jetzt Schweini? Da kommt eine Turbogrätsche von mir. Drauf, bitte, rauf, rauf. Da kommt die Flanke. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Nix. Ich hab doch auf ihn oben gezielt. Oh. Hat zu lange gedauert. Da war ich wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg nach vorne. Und wieder. Achtung. Achtung, Achtung. Kann nicht sein, ey. Also die spielen natürlich sehr, sehr stark hier. Die Stuttgarter. Wir haben noch erst ein, zwei Schüsse aufs Tor gekriegt. Selbst. Super. Ach so, ja. Oh Mann, wie die sich einfach durchsetzen. Sehr stark gespielt. Und da stehen sie da wieder vor dem Tor.
Und hier die Nummer 9 mag sich gar nicht wegbewegen vom Tor. Ist irgendwie da ein bisschen verletzt oder so, ich weiß es nicht. Stand die ganze Zeit da, hat ein Pläuschen gehalten mit Manuel Neuer. Ja, Ibisevic hat sich da verletzt. Oh ey, wie sie einfach nicht aus dem Weg gehen können. Achtung. Klein. Verteidigung. Flanke und weg. Okay. 36 Minuten gespielt. Ich komme gar nicht so richtig dazu, nach vorne zu preschen. Fehlt mir gerade so ein bisschen die Dynamik. Heute läuft es noch nicht so gut. Okay. Auf Neymar. So, so geht das. Neymar legt ab auf Mario Götze und der haut die Pille rein. Wunderbar, hier in der 40. Minute. So wollen wir das sehen. Sehr schön, dass er auch da super mitgelaufen ist. Ball auf außen gelegt, dann läuft Götze mit und er zieht ab. Bäm. Drin ist das Ding. So finde ich das super, so finde ich das gut. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Und ja, damit geht es direkt weiter. Oh, dann die nächste Verletzung. Boateng, bitte. Sehr schön. Oh, Sterling! Nein, ich scheitere. Ich hätte den schön flach spielen müssen. Hab aber zu hoch und zu hart dann auf den Keeper gezielt. Also war natürlich nicht Absicht, dass ich auf den Keeper gezielt habe. Ah, fuck. Zu doll. Mario Götze wäre da gewesen. Ah, Sterling. Das ist ein richtig schneller. Mit dem macht es richtig Spaß zu laufen. Der geht sowas von ab. Der hat, glaube ich, jetzt auch schon 97 Sprinttempo oder so. Und eignet sich auch hervorragend als Verteidiger, weil er die Bälle so gut ablaufen kann. Man kann es auch sehen hier auf den Außen, dass er da sich zurückzieht und dann an den Ball rangehen will. Achtung, jetzt aber. Ah, da laufe ich am Ball vorbei. Jetzt zieh die Flanke. Sehr schön. Super. Das war's mit der ersten Halbzeit. Wir führen hier ganz klar 1:0. Klar ist es natürlich jetzt nicht. Ist halt ein 1:0. Aber wir haben doch schon recht gut was gemacht. 3:4 Schüsse. Nur 29% Ballbesitz. So richtig Bayern-like. Nicht. Naja, okay. Oh. Ja. Da habe ich mich auch gerade gefragt, was das sollte. Da wollte ich ihn schicken, also doppelpassmäßig. So schön. Ah, kann er den Ball nicht annehmen. Also Neymar, der größte Stümper am Ball, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Sehr schön, ne? Und das war ironisch gemeint mit größter Stümper. Ach so, ein Foul von mir, wodurch das denn? Ich bin mit dem Ball gelaufen. Ja, nee, ist klar. Ein Foul von mir. Ach, die Schiris, ey, die haben doch echt Tomaten auf den Augen. Was sehen die denn immer da? Wahrscheinlich war das ein Foul, ey. Komm. Oh, jawohl, da ist das Ding drin, Mario Götze. Sein zweites Tor heute. Oh, ich hab den schon wieder gelupft. Mensch, wechselt und dann bam. Macht den Lupfer und er war so schwach, dass er dann doch noch reinging. Abpraller noch mitgenommen. Oh, Mann. Da war echt ganz, ganz knapp. Da ich dachte, nein, darüber. Na, jawohl, drin ist das Ding. Super, 2:0. Da haben wir das hart erkämpft. Springen da auf den Gegner auf. Springen auf den Zug sozusagen. Okay, drauf. Also, das klappt nicht. Doch, nein. Wieso kriege ich ihn nicht? Wieso nicht?
Schade. Also, da hätte ich vielleicht noch mehr draus machen können. Irgendwie. Weiß aber nicht genau wie. Aber irgendwie wäre da mehr drin gewesen. Sehr schön, den Ball ja gleich wieder abgenommen. Lauf, 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 lauf. Oh, Lewandowski setzt sich da so hart durch. Kann aber am Ende nicht richtig schießen, sondern nur so einen gefährlichen Grätschuss ansetzen. Oh, Götze. Januzaj, ich hoffe, der wird sich nicht nochmal so lange verletzen. Was am besten wäre, wenn der sich jetzt nochmal top weiterentwickelt. Eine Mega-Entwicklung oder so macht. Ach, komm schon. Was sind das denn für Pässe? Okay. Und schon wieder so unfassbar ungenau, diese scheiß Pässe da vorne. Wir müssen mal ganz kurz hier gucken. Schweinsteiger kann schon wieder nicht. Aber bringen wir das mal hier in Ordnung. Und wir wechseln Sterling mit Shaqiri. So, jetzt den Ball bitte ins Aus noch bringen. Oh. Wen haben wir hier? Die Chilio, der läuft auf der ganz anderen Seite. Will aber hier Ruhe reinbringen, ein bisschen. Weg, okay. Der Ball wird da so tierisch langsam. So, ich muss gleich hier mal irgendwie wechseln. Kommt schon. Wunderbar, Robert Lewandowski, der zieht. Komm schon. Oh, fuck me hard. Aus. Okay, jetzt wird gewechselt. Auf den Seiten, da wird ausgetauscht. Januzaj braucht ein bisschen mehr Spielzeit, damit er sich entwickeln kann. Oh, komm. Okay. Also ich denke mal, wenn er jetzt hier die nächsten Spiele so ein bisschen durchspielen kann. Na, ja, war auch schon 8 Kilometer im Abseits und spielt ihn dann ab, ganz behindert. Ey, wie kann er nur abspielen? Wie macht man denn sowas? Wie kann man nur? Okay. Januzaj, ganz kaputt, aber der muss viel spielen, der muss auch viel Erfahrung jetzt nachholen. Ich denke mal, dass der sich auch gut noch entwickelt. Okay, das war richtig gefährlich. Oh, okay, okay, okay. Ah, ganz schlecht. Ganz schlecht durchgespielt. 2:0, hier die letzten Minuten noch einmal durch. Oh. Stuttgart macht jetzt hier zum Schluss nochmal richtig Druck. Alexandre Maxin auf Rausch, der hat vorhin schon hier rumgeskillt. Manuel Neuer holt sich da die Pille. Sauber. Genauso wollen wir das sehen. Januzaj. Auf. Nein! Ich glaub's nicht! Wie kann der nicht reingehen? Wie kann der Schuss nicht reingehen? Aus wie vielen Metern war das denn? Und er geht nicht rein. Ich glaub's ja nicht. Oh, ich glaub's ja nicht. Das ist so mein Standardspruch, glaube ich, inzwischen. Mann, 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 Mann. Okay. 6:5 Schüsse. Ah, da war eigentlich mehr, oder? Das kann doch nicht sein. Heute Mario Götze, unser Mann. Sehr schön. Gut gemacht. Bin sehr stolz. Und ihr seht, wir haben 7 Punkte Vorsprung, aber Dortmund muss noch spielen. Aktuell ist aus England. Okay. Ja. Ich habe momentan so viel Spaß am Fußball. Ich habe gut gespielt. Bisschen beunruhigt, dass ich nicht in der Startaufstellung bin. Ja, wir spielen gegen Freiburg. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi.